Hallo, hier ist Tolla Bea mit der ganzen Meute an Kindern und heute haben wir ein Buch hier, das wir gemeinsam besprechen. Das Buch ist von meinem Freund Jan von Holleben. Der hat seinen Zugang zur Bildung und zu Kindern über Fotografie gefunden und ja, das überlasse ich jetzt den Kindern. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lies mal kurz vor, Eddie. Glaubt jeder an irgendeinen Gott? Nein, Menschen, die nicht an Gott glauben, heißen Atheisten. Das A steht für ohne und das griechische Wort Theos heißt Gott. Monotheisten glauben, dass es nur einen Gott gibt. Mono kommt von dem griechischen Wort Monos, es heißt allein oder einzeln. Polytheisten verehren viele Götter. Poly kommt aus dem Griechischen, es ist das Gegenteil von Mono und bedeutet viele. Manche Menschen glauben, dass sich Gott in allem zeigt, was es gibt. In der Natur, in Lebewesen und in Dingen. Sie heißen Pantheisten. Das griechische Wort bedeutet Anhänger der Allgottlehre. Gefällt euch was an dem Buch? Die Bilder. Mhm. Auch die Bilder und manche Informationen. Stellt euch mal vor, ihr hättet an dem Buch mitwirken können. Hättet ihr Spaß gehabt, solche Fotos zu machen? Ja. Kann jeder von euch noch ein Lieblingsbild suchen? Ja. Ich habe schon mein Lieblingsbild. Ich glaube, ich weiß welches. Das. Was das? Meins ist das. Ich mag das am liebsten. Warum? Weil das so schön bunt ist und da, ja, ich mag auch gern Blumen und so und auch gern so verschiedene Farben ineinander. Also in dem Buch finde ich gut die Bilder, die so bunt sind und manche Informationen, aber so im größten Teil würde ich es jetzt nicht so selber kaufen. Also jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, welches Buch schon sollte, würde ich das jetzt nicht so selber holen. Aber geschenkt würdest du es nehmen? Ja. Ich würde dieses Buch Leuten empfehlen, die was über die Religion erfahren wollen. Also, Leute, was Eddie gerade sagen wollte, ist, es ist ein super Buch zum Verschenken. Also gerade Oma, Opas, Tanten, wie hieß denn die? Uschi. Uschis. Das ist ein tolles Buch zum Verschenken an Kinder. Und es kann sein, dass so nicht alles auf dem ersten Blick so richtig knallt, aber das, was sie immer am meisten mögen, sind die Bilder. So, also, das Buch von Jan von Holleben, wie heißt dein Gott eigentlich mit Nachnamen?